Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Skikanal. Und heute wieder mit einem ganz besonderen Gast hier in Engelberg, mit dem lieben Kili Weibel. Servus Kili. Servus. Kommst du gut durch den Sommer durch? Bis jetzt schon, ja. Das Wetter spielt nicht ganz so mit, aber grundsätzlich bin ich zufrieden, ja. Ja, sehr, sehr schön. Du hast eben gesagt, Skifahrer werden im Sommer gemacht. Und ich meine, du bist ja, du gehst biken, wie man sieht, ne? Aber Skifahren ist, glaube ich, schon so dein Hauptding. Mhm. Deswegen wollen wir heute mal den Kili hier in Engelberg begleiten und schauen, wie der Kili sich im Sommer fit macht, dass er dann beim Skifahren die PS auf die Piste bringen kann. Klingt das nach einem Plan? Das klingt nach einem super Plan, ja. Ich hätte jetzt mal Bock auf eine geile Abfahrt. Machen wir, ja. Kann ich dir bieten. Okay, dann würde ich sagen, starten wir los. Viel Spaß mit dem Video. Mit den Alphorn Blazers im Hintergrund haben wir schon einiges jetzt in Engelberg gesehen. Wir waren biken, wir sind am Seilpark vorbeigefahren und jetzt stehen wir hier an der Skisprungschanze. Kili, bist du schon mal hier runtergesprungen? Ja, wir waren mal mit der Sportmittelschule, als ich da noch aktiv Schüler war, hatten wir mal ein Training. Zuerst auf der kleinen Schanze und dann waren wir wirklich mit den Abfahrtskiern von ganz oben, mussten wirklich nach ganz hoch mit dem Anlauf und dann runter. Aber wir sind nicht so weit geflogen. Okay. Oder hast du ja nicht in die Hose gemacht? Nein, nein. Jetzt würde ich, aber dazu mal ging es noch. Zurück zum Thema. Skifahrer werden im Sommer gemacht. Wir haben jetzt schon das Bike, gab es halt viele schöne Elemente, wie wir uns fitnesstechnisch fordern können, dass wir auf Skifahren vorbereitet sind. Jetzt hier neben der Skisprungschanze haben wir eine ganz schöne Treppe. Was können wir denn da machen, um ein bisschen Dampf in unsere Beine reinzubringen? Oder was würdest du da machen? Ich bin viel hier oben und mache so Treppenlauf, kleine Sprünge, einbeinig, zweibeinig, Intervallsprints, hoch, Treppe hoch. Und ich bin wirklich viel auch, ich probiere viel in der Natur zu trainieren. Klar, das Fitnesstraining im Kraftkeller gehört dazu, aber grundsätzlich macht es mir mehr Spaß, im Freien zu trainieren. Und die Motivation ist ein bisschen größer, ja. Cool. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Vielleicht könnt ihr euch da auch die ein oder andere Übung auch für euch, für euer Training mal rausschauen. Weil Treppensteigen ist eine ganz, ganz schöne Sache. Auch die Muskulatur wird angesprochen, die wir brauchen. Beinmuskulatur, Po-Muskulatur, wir müssen den Rumpf stabilisieren. Also ich denke, da können wir uns jetzt ein bisschen austoben. Genau, machen wir.
Ja, Kili, wo sind wir denn jetzt hier? Wir stehen vor dem Kraftwerk der Schweizer Sportmittelschule Engelberg. Hier werden Athletinnen und Athleten geformt, gefördert, dass sie den Weg zur Spitze eigentlich schaffen. Ich denke auch, dass du dann hier Skifahrmäßig, sportmäßig geformt wurdest. Aber nicht nur du, sondern auch noch andere. Wen kennt man da vielleicht? In der Vergangenheit waren es Giesins, die starke Leistungen im alpinen Bereich abgeliefert haben. Auch Marc Odermatt ging hier zur Schule. Aber vor allem auch im Freestyle-Bereich, wo man vielleicht André Raghetti oder Fabian Bösch kennt, die extrem schwierige Tricks drauf haben. Ja, total. Und das werden wir jetzt auch machen. Ja, aber wir machen keinen Quad-Cork. Ne? Noch nicht, aber zuerst Double-Cork. Das will ich sehen. Gehen wir mal rein. Ja, Kili, die ganze Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft ist wichtig für uns Skifahrer. Aber dass wir das dann auch auf den Ski bringen können, brauchen wir natürlich auch die Beweglichkeit und Sprunggelenken in der Hüfte. Was machst du da für Übungen? Ja, genau, du sprichst es an und genau diese Beweglichkeit in den Hüften, Sprunggelenken, so Stretching-Übungen kann ich dir ein paar zeigen. Mhm. Kannst gleich mitmachen. Ja, wird mir sicherlich nicht schaden. Gut, fangen wir mal an. Ja, es war ein mega cooler Tag hier in Engelberg. Vielen Dank an dich, Kili, dass du uns einen Teil deines Sommerprogramms gezeigt hast. Danke dir. Ja, ich meine, hast uns einen Teil gezeigt, jetzt schauen wir uns mal einen anderen Teil an. Gehen wir mal zusammen ein Bier trinken. Richtig, genau. Das ist auch ein wichtiger Teil einer guten Vorbereitung auf die Wintersaison. Ja, vielen Dank an euch fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, Glocke aktivieren, ganz wichtig, sonst werden euch nicht alle Videos angezeigt und schaut gerne mal beim Kili auf dem Instagram-Kanal vorbei, da geht's in Sachen Skifahren richtig ab. Kili, ich wünsche dir jetzt einen guten Start in die Wintersaison und ich hoffe, dass wir dann auch bald wieder den einen oder anderen Schwung zusammen machen. Hoffentlich, ja. Macht's gut, ciao.